Mein Name ist Levi Maxwell. Ich bin Gelehrter der Magnus Feuererzakademie. Meine Eltern sind recht früh mit dem Handel vom hochwertigen Pergament und anderer exotischer Waren, die man für diverse Forschungen braucht, reich geworden und haben sich in der Stadt Diteros, die sich über die Jahre um die Akademie entwickelt hat, niedergelassen. Dadurch konnten sie es sich ohne Probleme leisten, meine Ausbildung in dieser sehr elitären Akademie zu finanzieren. Schon sehr früh begann ich also, mir arkanes Wissen und magische Fähigkeiten anzueignen. Ich meisterte über die Jahre meine Kontrolle über elementare Magie und verfasste selbst mehrere Abhandlungen zu diesem Thema. Vor allem meine Forschung zu dem erweiterten Elementartheorem, welches ursprünglich vom Namensgeber der Akademie, Magnus Feuerherz, begründet wurde, erregte großes, wenn auch widersprüchliches Aufsehen unter den Gelehrten. Meiner Forschung nach gibt es neben den vier Grundelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde noch zwei weitere, die in der Elementarmagie eine Rolle spielen. Eine wichtige Rolle. Licht und Dunkelheit. Offiziell anerkannt wurde meine Theorie jedoch nicht. Noch nicht. So begebe ich mich nun auf die Reise, um neben meiner jahrelangen theoretischen Forschung nun die Welt mit meinen eigenen Augen zu sehen, mehr und mehr Wissen anzueignen und verlorenes Wissen wieder ans Tageslicht zu bringen. Dabei nutze ich die Magie sowohl, um mir die Elemente untertan zu machen, als auch mein verbotenes Wissen der Dämonologie, um mich einerseits zu schützen und um mehr und mehr Macht zu erlangen.